Hey, hey, ihr Lieben, es ist wieder Kriegszeit. Ihr seht schon, es ist die zweite Runde des Kriegsausgleichs. 2 Stunden 57 zu spielen, 29 Flaggen für uns und 2 Flaggen für den Gegner. Der Gegner hat fast 7000 Punkte, ist also ziemlich gut gepunktet gegen uns. Ziemlich viele One-Shots, wir hatten dafür ziemlich viele Fails. Ich kann nur sagen, heute willkommen in der Rocky Horror Picture Show. Das heißt. Also, kleiner Spoiler vorweg, ich habe es hingekriegt mit 5 Flaggen, 1,5 Punkte zu erwirtschaften, wenn man das so sagen darf. Das ist ziemlich unangenehm. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Meine Vorstellung, mein Wunsch ist es, wenn ihr euch das anschaut, vielleicht den einen oder anderen Schlüsselzug herausfindet, den ich vielleicht nicht gemacht oder übersehen habe oder. Wie auch immer, vielleicht gab es ihn auch gar nicht, der dazu führte, dass ich den entsprechenden Kampf verloren habe. Ich schaue mir das Video jetzt das erste Mal an, im Prinzip mit euch zusammen. Und ja, schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Was auffiel, ist, dass der Gegner zu dem Zeitpunkt, als ich angriff, nur 2 Teams stehen hatte. Das heißt, noch 2 Spieler standen auf dem Feld. Das war ein ziemlich harter Brocken mit fast 5000er Death. Das soll das nicht rechtfertigen, soll aber einen kleinen Hinweis darauf geben, mit was wir hier zu tun haben. Ihr seht schon, allein diese Gruppe besteht nur aus AOE-Damage. Ja, okay, außer natürlich mit Xnoll als Heiler, aber. Tja. Ich hatte mir auch extra ausgesucht. Mit meinem SIF-Team reinzugehen, um hier richtig reinzuknallen. Ihr seht schon, dadurch, dass jetzt durch Xnoll alle auslösen, habe ich verloren. Das ist meine Meinung. Hätte ich diese Kombination an Steinen einen Zug früher gehabt, hätte ich gewonnen, dann hätte SIF alle erledigt. Also alle hätten sich durch SIF erledigt. Aber was soll man hier machen? Ich komme ja nicht mal zum Auslösen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ja, also ich habe in dieser Situation, in diesem Krieg fast mein Handy verloren. Dementsprechend, um mich nicht weiter aufzuregen, werde ich nur. Versuchen bedingt zu quatschen. Ja. Nichtsdestotrotz sind meine Teams theoretisch ohne weiteres in der Lage, solche Brocken wegzuhauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, gefühlt war ist es ein Krieg, der schon ewig nicht mehr so viele schlechte Boards, oder seit langem ein Krieg, der so viele schlechte Boards generiert hat. Ist zumindest meine Auffassung. Ich habe auch noch kein probates Mittel gefunden, so viel AOE auf Schlag zu countern. Ihr seht schon, das ist auch ein Kriegsteam. Ich bin hier nicht mit einem Cleanup-Team reingegangen oder so. Ich nehme den Gegner ernst. Das sind immer noch scheißgefährliche Helden, wenn ich das mal so sagen darf, salopp. Dennoch, naja, mal gucken. Ja, ansonsten nutzen wir doch einfach die Gelegenheit, um ein paar positive Aspekte zu sagen. Schaut doch einfach bei Dave vorbei, Dave Plays. Ich glaube, der hat es ein bisschen besser getroffen als ich. Ansonsten auch gerne bei Sigmund. Ich möchte mich gerne an der Stelle schon mal bei meiner Allianz bedanken. Ich weiß, das habe ich in letzter Zeit öfters gesagt, aber es war auch meiner Meinung nach des Öfteren gerechtfertigt, denn alleine kommt man nicht viel weiter. Man kommt nur zusammen weiter und wenn man eben. Ein paar coole Leute an seiner Seite hat, die sich die Zeit nehmen, jemanden Fremden, den sie effektiv ja gar nicht kennen, zu unterstützen, indem sie ihre Zeit investieren und Tipps geben, Teams bauen und Videos analysieren. Ich kann nur sagen, das hilft extrem weiter. Ja, ansonsten nicht wundern, das Video musste ich ein bisschen schneiden. Mir war nicht bewusst, dass ich den einen oder anderen Chat mit aufgenommen habe. Das habe ich jetzt versucht rauszuschneiden. Das werdet ihr schon sehen an ein, zwei Hackern, die hier vielleicht drin sind. Nichtsdestotrotz tut das keinen Abbruch daran, dass ihr schon gesehen habt, dass auch ein zweites Team nicht in der Lage war, den Gegner zu clearen. Sodass freundlicherweise Star das für mich übernommen hat und ich versucht habe, dass. Etwas zu kompensieren, indem ich halt frisch in einen neuen Gegner reingehe und mich nicht irgendwie extrem darüber aufrege und mein Handy schrotte. Ja.
Naja, es lief augenscheinlich für einige nicht so gut. Ich will nicht sagen, so schlecht wie für mich. Das wäre Quatsch, aber von manch einem, von dem man sonst mehr kennt, die hatten auch Probleme. Man muss dazu sagen, wir haben auch eine Siegesserie von, ich glaube, 5 Siegen gehabt oder so. Ich weiß gar nicht, 5, 6 Siegen. Sodass man natürlich davon ausgehen kann, dass man irgendwann wieder an einen Gegner gerät, der ultra stark ist. Und wenn man sich die Mühe gemacht hat, die Devs anzuschauen, ich glaube, das habe ich jetzt zu Frust nicht getan, weil es zu der Situation auch nicht nötig war, denn es standen ja nur noch 2 Teams, dann stellt man fest, dass die Devs alle ziemlich, ziemlich gut waren. Ich habe hier zum Beispiel ein bisschen geswitcht, ich habe Octraus reingenommen und die Hetzkönigin rausgenommen. Einfach weil ich ein bisschen mehr Damage haben wollte und eh gegen Rot gespielt habe. Das ist ähnlich wie die Frick-Situation. Schaut euch mal an, was passiert. Zumal das so ultra ärgerlich ist, wenn man eben so alles so vorbereitet und eigentlich sieht der Runde schon alles voll. Wenn die Runde alles voll ist, habe ich gewonnen. Ne? Das ist ein Fakt. Und dann aber entweder A, nichts mehr kommt oder hier einfach mal 3 bis 4 AOEler gleichzeitig auslösen. Ich meine, Morrel, der zum, auch wenn er jetzt einen Angriffsdown drauf hat, trotzdem extrem viel Schaden macht und sogar noch erhöhten Schaden. Wenn er als das erste Mal auslöst, dann noch einen Death Down reinknallt, dann kommt Frigg mit ihrem Death Down und nochmal extrem Schaden macht. Das ist natürlich. Na, ihr seht es. Das heißt, effektiv fehlen einem, wenn diese beiden Leute auslösen, schon ein bis, naja, ein Zug, mindestens bis 2 Züge, um das irgendwie wieder auszukontern. Denn man braucht ja wieder Steine, die man nachschieben muss, um seine Specials vollzuladen. Tja, grün-gelb. So ging das Gefühl den ganzen Krieg. Dadurch, dass Bera natürlich jetzt gestorben ist, natürlich das Mana ein Stück resettet worden. Naja, nicht resettet, aber etwas zurückgesetzt worden. Ihr wisst schon, was ich meine. Und jetzt sagt mir, was ich machen soll. Das Board ist klasse. Jetzt ist es klasse. Aber ich kann damit nichts mehr anfangen. Gefühlt habe ich schon wieder ein Jahr meines Lebens verloren. Und Stress durch diesen Krieg. Tja, jetzt kommt mein rot-lila Board, ne? Was soll ich dazu sagen? Jetzt müsst ihr mal schauen. Das Team ist ja noch ziemlich gut, ne? Ich weiß gar nicht, aus dem Kopf. Ich glaube, ich habe es schon verdrängt, wie ich abgeschnitten habe. Ich glaube, ich habe das. Ich habe den Cleanup, glaube ich, habe ich gemacht hier. Das müsste hingehauen haben. Und jetzt mein Lieblingsteam. Ich will nicht sagen, komplett aufgeraucht wurde. Eigentlich trifft es das ziemlich gut. Denn letztendlich hat es, glaube ich, Toni aus meiner Allianz ganz gut ausgedrückt neulich. Er hat geschrieben, er bezogen auf PvP und allianzinterne Fights, dass es eigentlich völlig, also fast egal ist, mit welchen Helden du reingehst. Ich glaube, er sagte sogar, es ist völlig egal. Solange das entsprechende Board kommt, gewinnst du jeden Kampf und er hat völlig recht. Das Zünglein an der Waage ist eher das Quäntchen an Pool von guten Helden zu haben, die hier essentiell sind.
sei es Frick oder Morel oder auch Bera, die selbst bei einem semi-guten oder auch unterdurchschnittlichen Board Zeit rausspielen können und dazu führen, dass man das Board oder den Kampf trotzdem noch drehen kann. Tja, ich verfüge leider nicht über sehr viele von diesen Helden, im Prinzip weder über Bera, Frick noch Morel. Auch Odin ist nicht Teil meines Pools. Ich will mich nicht beschweren, ich bin trotzdem sehr gut aufgestellt, aber tja. Ich schaue mir das Board an, ich komme immer noch nicht drauf, was ich hier machen kann. In solchen Situationen ist natürlich immer ratsam, das Board stark und so gut es geht zu bewegen, aber wenn einfach partout kein Blau kommt, es kommt kein Blau, du bewegst und du bewegst, du bewegst. Und wenn Blau kommt, ist es zu weit auseinander. Kannst du ja nicht mal einen Helden töten, ne? Was soll man dazu sagen? Und dann kommt Morell und Frick. Und theoretisch noch Odin. Tja. Wow, ey. Wow. Naja. Übrigens habt ihr gesehen, dass auch Fossi gegen den gleichen nochmal rangegangen ist. Wir brauchten also effektiv drei Angriffe für diesen Gegner hier. Unfassbar. Naja, sagen wir einfach, ihr habt es gleich geschafft. Das Video ist gleich vorbei. Mein Kumpel Gunny hat es schon richtig ausgedrückt. Einfach abhaken. Es gibt leider Gottes solche Kriege. Und weitermachen. Der nächste kann nur besser werden, das steht auf jeden Fall fest. Ja, dann danke für eure Zeit, danke fürs Zuschauen. Auch wenn ihr hier nicht viel Gutes gesehen habt, so hoffe ich doch, dass ihr vielleicht auf die eine oder andere Weise irgendwas lernen konntet, wenn auch aus meinen Fehlern. Danke fürs Zuschauen, für eure Zeit, das sagte ich bereits, und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Krieg. Im Übrigen haben wir diesen Krieg mit 6.100 irgendwas zu 6.800 verloren. Naja, gehabt euch wohl, die Damen und Herren. Bye bye.